Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Video zu dem Thema Religionskritik. Heute werde ich euch die Projektionstheorie des Philosophen Ludwig Feuerbachs erklären, welcher im 19. Jahrhundert in Deutschland gelebt hatte. Dafür müssen wir uns erst einmal den Menschen genauer anschauen. Nach Feuerbach ist der Mensch ein unvollkommenes Wesen. Durch Bedrohungen in unserem Leben, wie beispielsweise Leid, Krankheiten und letztendlich auch der Tod, werden wir Menschen uns immer wieder unserer Unvollkommenheit bewusst. Gleichzeitig ist in uns der innere Wunsch, diese Unzulänglichkeiten zu überwinden und ein vollkommenes, glückseliges Leben zu führen. Der Mensch sehnt sich also nach übernatürlichen Eigenschaften, wie zum Beispiel absolute Macht oder Unsterblichkeit. Deshalb sucht der Mensch nach einem Ideal im Außen, indem er Gott erschafft und alle positiven Werte auf diesen projiziert. Dabei findet eine klare Auftrennung statt, in der sich der Mensch als etwas Negatives herabstuft, im Vergleich zum Idealbild Gottes. Aber diese Beziehung zwischen Menschen und Gott, in dem da Gott ein separates, übernatürliches Wesen ist, ist nach Feuerbach nichts anderes als eine Illusion. Denn wenn der Mensch sich mit Gott beschäftigt, setzt er sich eigentlich ausschließlich mit sich selbst auseinander. Feuerbach rief dazu auf, sich diese als von ihm empfundene Wahrheit bewusst zu machen, nicht mehr den Gott, sondern den Menschen als höchstes Wesen anzuerkennen. Dabei wollte er nicht die Theologie als unsinnig bezeichnen, sondern vielmehr die Anthropologie mit der Theologie gleichsetzen. Die Projektionstheorie ist eine der wichtigsten Thesen im Bereich der Religionskritik und hat langfristig viele Religionskritiker beeinflusst. So auch diesen Mann hier, Karl Marx. Wenn ihr seine Sichtweise zur Religion hören wollt, könnt ihr in der Videobeschreibung vorbeischauen. Da habe ich euch das passende Video dazu verlinkt. Außerdem findet ihr dort auch noch die Darstellung aus meinem Ethikunterricht, welche ich in diesem Video vorgestellt habe. Vielen Dank fürs Zuhören, ich wünsche euch noch einen schönen Tag.